Hi, ich zeige euch heute, wie aus diesem Instrument dieses wurde. Viele unserer Auftritte machen wir in reinen Unplugged-Besetzungen, also mit akustischer Gitarre, Kontrabass, Percussion und so weiter. Und als Saxophonist konnte ich mir immer vorstellen, dass ich da auch mal ein Holzinstrument spiele, aber sowas ist nicht leicht zu finden. Es gibt natürlich das Tarogato, das ist wunderbar, aber es ist schon dem Sopransaxophon sehr nah, also von der Lautstärke und auch von der Helligkeit, vom Klang. Und dann gibt es Chalumeaus, die sind natürlich sehr schön vom Klang, aber die sind auch ganz anders zu spielen als ein Saxophon. Und dann gibt es noch Flöten, aber muss man auch komplett umlernen. Oder es gibt dann sogenannte Holzsaxophone, die teilweise so aussehen oder teilweise so ähnlich klingen, aber eben einen sehr begrenzten Tonumfang haben. Jedenfalls das, was ich bisher gefunden habe. Und dann bin ich auf Lindsay Pollack gestoßen. Der hat einen Saxillo gebaut und das hat mir sehr imponiert. Der Klang hat mich sehr angesprochen und ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, habe gedacht, das könnte vielleicht das Instrument für mich sein. Und dann hat er mir tatsächlich eins gebaut und nach Deutschland geschickt. Hi Ralph, here's the Saxillo. It's finally here in Germany, in my room. And now I'm going to start to practice a lot, because it's really not easy. But I try a little bit. Aller Anfang ist schwer. Ich musste natürlich erstmal schauen, dass ich hier klarkomme mit dem genauen Platzieren der Finger, sodass die Tonlöcher auch wirklich richtig geschlossen sind. Aber das hat dann relativ schnell geklappt und dann habe ich darauf sehr viel geübt und gespielt und habe dann festgestellt, es gibt natürlich ein paar Halbtonschritte durch sogenanntes Crossfingering, aber einige haben mir auch gefehlt. Dann bin ich zum Instrumentenmacher gegangen, zuerst mal zum Norbert Zabolitski, Zabos Werkstatt in Seligenstadt, und habe mir mal einen Fizz bauen lassen. Kurz darauf kam noch ein Giss dazu, was sich genauso greifen lässt wie beim Saxophon mit dem kleinen Finger der linken Hand. Die Entwicklung nahm ihren Lauf und man konnte jetzt schon in einigen Kreuztonarten ganz schön spielen. Das klingt jetzt natürlich erstmal relativ einfach. Ein paar neue Tonlöcher bohren, ein paar neue Klappen bauen und schon hat man alles, was man sich wünscht. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn jedes Mal, wenn ich den Korpus verändere, nehme ich ja auch Einfluss auf die umliegenden Töne, die sich dann teilweise ein bisschen verstimmen. Also musste das Instrument während der Entwicklung auch immer wieder nachintoniert und nachgestimmt werden. Dann kamen noch weitere Klappen dazu. An dieser Stelle herzlichen Dank übrigens Georg Hufnagel aus Dreieich, der mir da auch sehr weitergeholfen hat. Hier zum Beispiel eine Gissklappe, oder hier ist eine Gissklappe dazugekommen und noch viele andere. Und jetzt kann ich inzwischen sagen, es ist ein vollwertiges Instrument geworden, mit der chromatischen Tonleiter, also mit allen Halbtonschritten, über einen Tonumfang von 2 Oktaven. Es ist ein bisschen leichter, ein bisschen weicher und leiser als zum Beispiel ein Sopransaxophon oder auch ein Tarogato. Und es ist dem Saxophon sehr, sehr nah. Thank you.
Das Saxophon ist für mich das Instrument geworden, was ich eigentlich immer dabei habe. Ich benutze es natürlich bei meinen Auftritten, aber auch unterwegs, wenn da eine Pause entsteht, dann kann ich darauf spielen und üben. Ich gehe manchmal in den Wald raus, setze mich auf den Baumstamm und spiele Saxillo. Wunderbar. Wenn dich das jetzt interessiert und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann abonniere doch einfach den Kanal. Hier gibt es jede Menge Musik, die mit tollen Musikern zusammen aufgenommen wurde. Und wenn du Ideen oder kreativen Input geben willst, dann immer nur raus damit in den Kommentaren. Dankeschön. Bye bye.